tut schon ein bisschen weh, auch wie wir gespielt haben. Von der Struktur her finde ich es nicht so gut. Können deutlich besser spielen. Ein paar Spieler sind nicht an der Leistungsgrenze gekommen, dann wird es eben schwer und im Endeffekt hat Pauli verdient gewonnen. Ja, ich finde, wir sind von vornherein gut rausgekommen und sofort klar die tonangebende Mannschaft, klar überlegen. Sind dann auch verdient in Führung gegangen, dann mehrfach verpasst nachzulegen, das zweite, vielleicht auch dritte Tor einfach zu schießen. Ja, dann mit einer guten Einzelaktion vom Norderstedter im Ausgleich kassiert. Und ich glaube, auch in der Folge sind wir einfach dran. Ich finde, wir müssen halt 5, 6 Tore mehr schießen in dem Spiel. Dann haben wir auch zur Halbzeit schon Klarheit. Und so ist es halt bis Ende ein bisschen offen. Aber ich glaube, es war ein ganz klar verdienter Sieg. Die kommen viel zu schnell. Wir können uns kaum fangen. Dann kriegen wir, schießen 1-1. Dann kriegen wir im Gegenzug fast schon eine 2-1 leider. Und dann ist es natürlich schwer, auch für die Psyche ein bisschen, für die Körpersprache. So habe ich es gesehen. Und dann haben wir eine 3-1 gekriegt, zweite Halbzeit, und das war der Genickbruch. Da hat man gesehen, da haben die Jungs sich ein bisschen aufgegeben, leider. Damit war das Spiel eigentlich gelaufen. Ja, also ich habe mich heute ehrlich gesagt immer sicher gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, wir haben uns so ein bisschen dann auch angepasst und selber nicht unser Limit runtergespielt, oder wir hätten jederzeit wieder auch das Tempo ein bisschen anziehen können. Von daher hatte ich schon das Vertrauen in meine Mannschaft, dass wir das dann souverän runterspielen. Ja, nicht wirklich. Also eigentlich, wenn ich im Pokalfinale stehe, möchte ich eigentlich gewinnen. Bis zur letzten Minute habe ich immer eine Chance. Körpersprache hat mir bei einigen nicht gefallen. Dass man sich nach einem 3-1 aufgibt, wenn ich 3-2 Anschlusstreffer mache, dann ist alles wieder offen. Verstehen kann ich es leider nicht.